So, der Dorfkuh Cup 11 ist zu Ende gekommen. Wir haben zwei Gewinner, einen Gewinner und einen zweiten Platz selbstverständlich. Haben auch noch einen dritten Platz. Wer hat gewonnen als Dritter? Also, als kurze Erklärung von der Turnierleitung nochmal. Wie hieß er? Ein Teilnehmer gehen musste ins Semifinal, haben wir Spezi vorrücken lassen. Da Spezi im Semifinal aber nicht überzeugen konnte. Also sein Match verloren hat, hat Spezi nicht den dritten Platz bekommen, sondern in dem Fall hat Haruk ihn bekommen, der auch regulär Dritter, Vierter gewesen wäre. Ist Haruk noch da? Haruk ist noch da, der steht hinter dir da hinten. Wunderbar. Den werden wir also auch gleich nochmal integrieren. Das heißt auch wiederum, dass wir einen Seed bei diesem Turnier nicht vergeben haben, weil Nico schon einen Seed hat. Dieser Seed wird von der Turnierleitung im Verlaufe des nächsten Monats vergeben werden. Der wird von uns vergeben. Auf welcher Basis entscheiden wir? Wenn du weiter dich so wie ein Affe benimmst, dann überlege ich es mir nochmal. Dann sage ich einfach mal, nein, Veto. Dann benutze ich mein Vetorecht hier als Caster, weil du immer nur reinplärst. Ja. Eine Lösung, gut. Weniger Alkohol. Damit übergebe ich an Nick auf die Casting Couch zum letzten Mal heute Abend. Wunderbar. Danke Jasper, danke aus der Regie. Ich sitze hier jetzt erstmal mit Nico und Diamond. Danke für dieses schöne Finale. Keine Ursache. Leider hast du dein Versprechen nicht gehalten mit 3-0, aber du hast 3-1 wirklich ein schnelles Finale hier hingelegt für die Zuschauer. Wie ist dein Resultat von heute? Ja, also ich hatte ja auch erstmal nach meinem Halbfinale ziemlich viel Zeit, um mir Gedanken zu machen, sein Spiel anzugucken, und da habe ich mir gesagt, mental, ich mache ihn platt, war meine Devise so. Und das hat sich dann auch in meinem Spiel gezeigt. Ich war sehr schnell, aber ich denke auch nicht, dass ich wirklich Fehler gemacht hatte. Und dadurch hatte ich ihn halt irgendwie auch unter Druck gesetzt. Und so ein sympathischer junger Mann. Also auf jeden Fall hast du ein sehr überzeugendes Finale abgeliefert. Dennoch muss man sagen, dass hier Diamond als Underdog hier reingestartet ist in seinem ersten Mal hier im Barcraft HL und direkt ins Finale reingestartet ist. Oh, das ist echt Salbe, dankeschön. Du bist ein netter Kommentator und das gleicht das so ein bisschen aus, weißt du? Das ist alles nicht böse gemeint. Nein, natürlich nicht. Wir haben uns alle ganz doll lieb. Ne? Vielleicht ein paar Leute zu viel, aber naja. Ja. Also ich bin froh, dass ich überhaupt so weit gekommen bin bei meinem ersten Turnier. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich danke der Crew dafür und natürlich allen Mitspielern und auch dem Nick persönlich nochmal. Danke, Nick. Das ist. Dankeschön. Dankeschön. Stimmt. So. Also ich als Zuschauer möchte natürlich dann auch noch dazu hinzufügen, dass ich von Anfang an auf Nico gezählt habe und dass ich auch wusste, dass Nico gewinnen würde. Außer deswegen, ich möchte dir natürlich nicht zu nahe treten mit deiner Kapuze, aber es ist halt einfach so. Nico, rules! So, ein unangebrachter Kommentar am Rande. Dankeschön. Trotzdem, großartige Spiele haben wir heute gesehen, auch bei dir in der vierten Runde. Vierten Runde, Knife-Juggler draußen mit einem Implosion auf 4 gegen Spezi, der ein bisschen bitter hier hinten guckt, aber trotzdem, wir haben großartiges Hearthstone heute mal wieder gesehen, zu Recht seid ihr beide ins Finale gekommen, aber du hast natürlich dadurch im Finale dann überzeugt und dadurch kriegst du natürlich auch die Preise für den ersten Platz. Ja, darüber freue ich mich echt extrem. Ich bin total glücklich darüber. Also erste Frage, was wirst du mit deinem 20€ Battle.net-Guthaben machen? Nächste Woche kommt Hearthstone-Erweiterung. Oh. Ja, ich würde sagen, ich hole mir wohl das Adventure. Oh, dann werden wir hoffentlich mehr sehen am nächsten Hearthstone. Dann kommt schon das Finale, glaube ich, vom Jahr. Genau, die Regie nickt ganz fleißig. Also dann gibt es auch einen großen Pokal zu gewinnen. Hoffentlich wirst du da auch noch überzeugen. Wir werden noch ein paar mehr Spieler sehen von dem ganzen Jahr über, die Wildcards auch gewonnen haben für das Finale. Trotzdem möchte ich auch, Haruk, der steht ein bisschen im Hintergrund, du hast den dritten Platz gemacht, auch Gratulation an dich natürlich. Ist auch ein Applaus wert, ja. Und dann würde ich sagen, sind wir hier für euch auf dem Stream erstmal fertig. Wir werden hier noch Preisverleihungen machen. Ein paar Fotos werdet ihr danach noch sehen, werden wir hochladen. Dankeschön an euch. Schaltet nächstes Mal auch wieder ein. Hier sind wir erstmal raus. Dort sind wir fertig. Zunächst, dann kommen nochmal von mir noch ein paar abschließende Worte.
Ich möchte ganz großen Dank ausrichten. Wir fangen an bei dem, der heute meiner Meinung nach den größten Job gemacht hat. Nick, du hast großartig gecastet. Danke, dass du dich da hingesetzt hast, koordiniert hast. Mal ein bisschen lauter, hört man den Applaus auf. Jawohl. An Harlekin, der so viel gesoffen hat, dass das Turnier sich auch rentiert. Nein. Kanzler, der die Koordination hier wunderbar macht, der eine wunderschöne Website gezaubert hat, an der ich mich hätte viel mehr beteiligen sollen. Auf die auch alle bitte gehen sollt, www.barcrafthl.de. Natürlich auch an den Heimrat, da ich selber jetzt hier nicht mehr im Vorstand bin. Wir dürfen es trotzdem noch machen. Großen Dank an Heimrat, an meinen Nachfolger, an den Ersti oder Felix, wie man ihn nennen sollte, an Nick, an Vanni, an Ina, an Lumpi, an wer war noch alles da? An alle geholfen haben. Lumpi! Komm rein! An Lumpi, der da hinten gerade reinrennt. Und die ganzen Hollocks gezaubert, einen großen Dank. Ihr seid alle herzlich. Und jetzt nochmal ganz viel Applaus für Jasper Schwinghammer, das Gutestein, dieser Veranstaltung. Das Gutestein! Danke. Was zur Hölle? Nein, jetzt weiß ich nicht, was mein letzter Satz sein sollte. Ach so, ihr seid alle eingeladen. Im Dezember die Finals. Wir haben noch 4 Seeds zu verteilen. Wie gesagt, ein anderer geht über die Administration raus. 4 Seeds gehen im Dezember im Qualifier vor den Finals raus. Dann kommen die Finals. Das Preisgeld. Preisgeld ist noch nicht bestimmt, aber ich schätze, es werden wieder um die 130 Euro, die da zu gewinnen sind. Datum ist der 5.12. Der Qualifier geht morgens um 10 oder 11 los. Das Turnier geht um 15 Uhr los. So, ohne weiteres, wir machen die Siegerehrung. Die geht hier so ein bisschen übers Video, aber ansonsten, die wird nicht mehr kommentiert. Danke an all die da waren! Inkludiert Videos, ein Zimmerkürzchen und
einen goldenen Tiger. Ist ein schönes Case, kann man sich auch ins Regal stellen. Alle Codes sind einzeln einlösbar, falls du nicht alles haben willst, kannst du nicht einfach feiern. Sind jetzt 5 exklusiv Heroes oder so? Das sind Heroes, die sind normal dabei, aber normalerweise nicht. Ein Beispiel des Goldes, aber durch die Case, die da drin sind, hast du das Heroes schon mal eingeschaltet. Du kannst einstarten, dann 5 Heroes. Das ist ein ganz schöner 10.000 Gold. Das ist dauert 2-3 Wochen. Ja gut, dann ist ja. Und du kommst noch mehr. Das ist ja wie eine Überraschungstüte. Du kommst ja immer mehr. Haben wir natürlich noch unser, ich weiß, das ist jetzt nicht der größte Starcraft 2 Landing Kit, aber. Das ist M. Das ist M. Das ist M. Das ist M. T-Shirt. Aber das ist deins. Ja. Dann für dich vielleicht interessanter. Hubstone. Pin natürlich. Ja. Ein Starcraft 2 Kühlschrank-Magnet. Ein GameStop, was auch immer Ding. Das ist Der sieht doch nicht. Und jetzt das Wichtigste. Das Set Edition haben wir natürlich. Ja. 20 Euro Battle.net-Guthaben. Ja, geil. Genau. Ja, Booster. Adventure. Ja, stimmt. Ja, kein Ding. Hast du dir umsonst geholt. Geil. So, das dritte, last but not least, bist du durch. Platz Nummer 1. Kriegt natürlich auch genau dasselbe. Wir haben ja Videos aus dem Startup. Ja, blinkt sogar. Dann die Sachen. Und wir haben immer noch 20 Euro Internetguthaben. Wie du ja natürlich aus den letzten Matches kennst, ist natürlich nochmal 20 Euro Bar dabei. Das kannst du einsetzen, wofür auch immer. Ja, und ich überreiche dir jetzt ganz heroisch aus, wenn du WoW gespielt hast, den Sand. Und teleportiere dich nach Hause, jetzt hörst du deinen Hauptsohn. Vielen Dank. Das Ding ist cool. Das Ding ist richtig fett. Ja. Das ist echt geil. Das ist das, weil was für ein Hickey Setting ist. Dann herzlichen Glückwunsch, wir sehen uns im Final. Support across Matthew, he wants to come down. Jetzt haben wir was ein Rogue is my guest. Does he have to worry about a crazy amount of speed like he can resolve life with multiple times? Or is he being a lot of growth?